Es ist Freitag, der 7. Mai 2021. Herzlich willkommen zu unserem Go for Peace Impuls. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ich jungen Leuten begegne oder auch bei Taufeltern bin, dann frage ich schon mal: Kennt ihr eigentlich das neue Gebot, das Jesus gebracht hat? Dann sagen die: Ja, das mit der Liebe. Und dann frage ich immer nach: Und was meint ihr da genau? Ja, dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dieses mit der Nächstenliebe. Und dann darf ich Ihnen aber sagen, dass diese Tradition der Nächstenliebe auch im Alten Testament schon vorkommt. Jesus hat etwas anderes gebracht. Es geht zwar um die Liebe, aber nicht nur um die Nächstenliebe. Und darum geht es heute im Johannesevangelium im 15. Kapitel, die Verse 12 bis 17. Und da heißt es dann: Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Und am Ende dieses kleinen Kapitelchens heißt es dann nochmal: Dies trage ich euch auf, liebt einander. Also, das neue Gebot Jesu ist nicht die Nächstenliebe, sondern das neue Gebot Jesu ist das Einanderlieben, die gegenseitige Liebe. Das ist wie beim Tischtennisspielen oder wie Kinder sagen Ping-Pong. Das heißt ja, der kleine Ball wird mit dem Schläger in die eine Richtung geschlagen und der will ja zurückkommen. Es soll ja nicht nur Ping heißen, sondern Ping-Pong. Der Ball geht in der eine Richtung und kommt zurück. Und so entsteht erst das richtige gegenseitige Spiel. Oder gestern bekam ich noch einen wunderschönen Brief. Da hatte mir eine Frau aus einer Nachbarstadt hier von einer sehr schweren Situation in ihrer Familie berichtet, die auch mit Krankheit zu tun hatte. Und dann hatte sie sich erinnert an diese Aktion mit den kleinen Socken, die wir im Advent des letzten Jahres gestartet hatten. Und weil sie viele Leute um sich herum hat, die richtige große Socken gebrauchen, hat sie angefangen, für die Socken zu stricken. Und weil sie sich über diesen Impuls morgens immer so freut, hat sie dann auch nach jedem großen Socken immer einen kleinen Socken gestrickt. Vier Stück davon habe ich bekommen. Und ich habe mich so gefreut, weil ich merkte, die Liebe wurde gegenseitig. Ihr merkt schon, die Liebe ist eigentlich ein Zwilling. Es braucht immer den anderen, den ich lieben kann, und der andere, der mich zurückliebt. Wenn wir so Ping-Pong spielen, dann leben wir das neue Gebot der Liebe Gottes. Also, liebt einander ist das Motto für den heutigen Tag. Love one another. Ich wünsche euch einen richtig schönen Zwillingstag. Liebt einander.